dann müsste ich sie nochmal kurz verkabeln. Okay. Einmal in der Innentasche stecken. Aber könnt ihr bitte auch sicherstellen, dass das dann ein guter Ton wird, nicht dass wir alles x-mal aufnehmen müssen? Na klar, wir hören das ab. Ja. Ton jetzt gut? Ton läuft, ja. Na gut. Ich grüße Sie ganz herzlich. Mein Name ist Peter Valcozzi und ich möchte Sie hier zu unserem Werbevideo einladen und auf eine kleine Reise durch Berlin mitnehmen. Wir möchten Sie alle einladen für die Teilnahme am Jahreskongress der Deutschen Wirbelsäulengesellschaft hier in Berlin. Und den ein oder anderen Sehenswürdigkeiten-Standort werden wir mitnehmen und mitdrehen. Und ich hoffe, Sie begleiten uns auf dieser kleinen Reise. Sag mal, wisst ihr, wie ich mich fühle? Es ist so ein bisschen wie bei Shopping Queen hier mit dem Wagen, oder? Ah gut, okay. Was ist die Deutsche Wirbelsäulengesellschaft überhaupt? Das ist ja schon mal eine gute Frage, weil ich hoffe natürlich, dass auch Leute dieses Video sehen, die nicht so mit dem Thema verbunden sind. Die Deutsche Wirbelsäulengesellschaft wird auch als DWG abgekürzt und das ist gegründet worden vor etwa 20 Jahren, als sich die Pioniere der deutschen Wirbelsäulenmedizin zum Ziel gesetzt haben, eine Gesellschaft zu gründen, die alle Menschen, die an der Wirbelsäule arbeiten, die Wirbelsäulenmedizin machen und die an der Wirbelsäule operieren, ob das Neurochirurgen, Orthopäden oder Unfallchirurgen sind, die sollten zu einer Gesellschaft zusammengeführt werden, zu einer wissenschaftlichen Gesellschaft, wo man sich treffen wollte, wo man heutzutage würde man sagen Networking machen wollte, wo man die Wissenschaft vorantreiben wollte, sodass es eine eigene Gesellschaft ist mit mittlerweile mehr als 2500 Mitgliedern, die alle primär zum Fokus haben, die deutsche Wirbelsäulenmedizin voranzutreiben. Und eine Fehleinschätzung ist, das wären immer Operateure, aber das sind auch konservativ tätige Wirbelsäulenmediziner. Und die treffen sich in verschiedenen Arbeitsgruppen, aber einmal ganz groß treffen sie sich eben zum Jahreskongress. Und es gibt immer einen Präsidenten. Dieses Jahr kommt der Präsident aus Berlin und ich darf das sein. Und der Kongress wird in Berlin deswegen stattfinden. Und auf so einem Kongress werden wissenschaftliche Arbeiten vorgestellt, aktuelle Forschungsergebnisse. Es gibt auch eingeladene Gäste. Und das ist eine der Schlüsselveranstaltungen. Wie wird man eigentlich Wirbelsäulenchirurgin? Wie wird man Wirbelsäulenchirurgin? Jetzt gehe ich davon aus, dass die meisten, die sich dieses Video anschauen, schon Wirbelsäulenchirurginnen und Wirbelsäulenchirurgen sind. Aber es ist natürlich auch eine gute Frage, weil es klar macht, dass sich die DWG sehr viel Mühe gibt und sehr viel Effort investiert, um die Ausbildung zur Wirbelsäulenchirurgin und Wirbelsäulenchirurgen wirklich zu homogenisieren und allen die Möglichkeit zu geben, sich für diesen wunderbaren Teil der Medizin zu begeistern. Denn wir kommen ja aus verschiedenen Bereichen, aus der Orthopädie, aus der Unfallchirurgie und aus der Neurochirurgie, sind vielleicht unterschiedlich trainiert worden, haben unterschiedliche Philosophien kennengelernt und das primäre Ziel ist es, die Wirbelsäulenmedizin und die Wirbelsäulenchirurgie so zu teachen, so beizubringen, dass alle auf dem gleichen hohen Niveau sind und dass wir ein hohes Niveau, eine hohe Qualität für alle garantieren können. Deswegen wurden schon früh sogenannte Modulkurse eingeführt. 6 Modulkurse gibt es, die durch die wichtigsten Bereiche der Wirbelsäulenmedizin führen. Das ist die konservative Therapie, das ist zum Beispiel sind das die Deformitäten, die Wirbelsäulentraumatologie, die ganzen degenerativen Erkrankungen. Und hier werden Fachärzte für Orthopädie, Unfallchirurgie und für Neurochirurgie und Fachärztinnen eben ausgebildet und kriegen die besten Kurse. Dann gibt es teilweise auch Hands-on-Kurse, wo man an Kadavern eben die wichtigsten Operationsstrategien lernen kann. Und man kann dann Zertifikate erzielen. Wenn man die Kurse gemacht hat, dann hat man ein Basiszertifikat. Wenn man dann noch die nötige klinische Erfahrung mitbringt, dann hat man das Master-Zertifikat, wenn man die Operationen durchgeführt hat. Und dann gibt es auch ein Exzellenzzertifikat. Dafür ist die Voraussetzung, dass man auch in der Leitung aktiv ist, dass man einen Bereich leitet und dass man eben auch wissenschaftlich herausragend in seinem Bereich ist. Aber um die Frage zu beantworten, man wird Wirbelsäulenchirurgin, indem man Kurse besucht, die von der DWG zertifiziert sind, von DWG Erfahrenen geleitet werden, indem man entsprechende Operationen durchgeführt hat, Erfahrungen gesammelt hat und indem man einfach auch den Gedanken der DWG lebt und Teil der Familie und Teil der Gesellschaft DWG ist. Unter welchem Kongressmotto wird die Veranstaltung stattfinden? Das war dieses Jahr eigentlich relativ einfach.
steht unter Forschung und Innovation, womit wir ausdrücken wollen, dass die deutsche Wirbelsäulenmedizin und die Wirbelsäulenmedizin im Allgemeinen sich nur dann gut weiterentwickeln kann, wenn wir stetig daran erinnert werden, dass unser primäres Ziel Forschung ist. Was haben Sie sich überlegt, um das Thema Forschung, was ja auch im Kongressmotto auftaucht, zu thematisieren? Ich glaube, dass mein Team und ich und auch der Vorstand der DWG, glaube ich, ziemlich produktiv waren, wie wir die Forschung voranbringen können für die DWG und wie wir das im Kongress an ein paar Stellen highlighten können. Das Erste ist, dass wir schon vor ein paar Jahren eine Ad-Hoc-Kommission gegründet haben, Spine Science. Und in dieser Ad-Hoc-Kommission haben wir die wichtigsten Forschungsthemen, die in der Zukunft auch für uns relevant sein sollen, definiert. Wir haben mal die Forschungslandschaft analysiert, wo wird was gemacht. Und das Ziel wird es sein, dass wir hier die kritische Masse anheben. Wir wollen irgendwann mal einen Punkt erreichen, wo wir so gut in der Forschung sind, dass wir gegen andere Bereiche wie Herz-Kreislauf oder wie Tumorforschung anstinken können und dass wir eine gleiche gute Qualität erzielen. Und diese Truppe, die wird sich, und das ist ganz neu jetzt, und das müssen wir jetzt auch ganz fest bewerben, dass auch möglichst viele Leute kommen, die werden wir an einem Satellitensymposium zusammenbringen mit einzelnen Beiträgen renommierter Wissenschaftler, Nachwuchswissenschaftler, werden auch was berichten von ihren Forschungsergebnissen, und das wird am Samstag sein. Also eigentlich direkt nach dem eigentlichen Kongress, am Samstag um 10 Uhr bis 16 Uhr im gleichen Bereich, im Hub 27 in der Messe, werden wir ein Satellitensymposium haben, zu dem ich jetzt mal alle schon sehr herzlich einladen möchte und hoffe, dass möglichst viele kommen. Was wir noch machen werden, ist, dass wir eine Panel-Diskussion haben. 45 Minuten beste Sendezeit, werden sich renommierte Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die auch Forschung, Klinik und ihre praktische Tätigkeit mit der Familie verbinden möchten. Wir werden Gesprächspartner haben, die sich um die Organisation für Forschung Gedanken machen. Und mit denen werden wir diskutieren, welche Modelle es gibt, den Spagat zwischen klinischer Tätigkeit und Forschung hinzubekommen. Und dass es uns gelingt, Wirbelsäulenmedizinerinnen und Mediziner dazu zu bringen, die Jungen vor allem, dass sie sich für Forschung interessieren und in der Forschung aktiv werden. Und ein weiteres Thema ist, dass wir natürlich auch bestimmte Vorträge haben werden, die sich dann mit dem Thema Wissenschaft beschäftigen werden. Das sind renommierte Wissenschaftler, die wir eingeladen haben, über ihre Themen zu sprechen. Aber es gibt auch andere hervorragende Abstracts, und die werden im Programm eingespielt werden, sind verstreut im Programm, und die werden auch ihre wissenschaftlichen Arbeiten darstellen, sodass ich eigentlich schon ein gutes Gefühl dafür habe, dass wir der Wissenschaft wirklich viel Raum geben. Und das ist ja auch gut so. Es ist ja auch eine akademische, eine wissenschaftliche Gesellschaft, und das wollen wir richtig leben. Dezember 7 bis 9 plus Satellitensymposium am 10.12. am Samstag. First Stop Charité Berlin, Universitätsmedizin mit Tradition. Man möge es mir nachsehen, der Kongresspräsident kommt aus der Charité. Natürlich muss der erste Stopp vor der Charité sein. Und ich mache ein bisschen Werbung, und man sieht auch Baustelle. Wie ganz Berlin, dauernd im Umbruch, dauernd innovativ, dauernd in Bewegung. Und so ist auch die Charité, rastlos und dauernd auf der Suche nach neuen Projekten. Es gibt Zentren, die haben schon sehr früh angefangen, Wirbelsäulenmedizin zusammen interdisziplinär zu machen. Das ist der Charakter, der in unserer Gesellschaft und in unserem diesjährigen Jahreskongress gelebt werden soll. Der Veranstaltungsort liegt ja etwas weiter außerhalb. Wie kommt man am einfachsten dorthin? Naja, es ist natürlich jetzt eine große Stadt, ja, und das Messegelände ist ein bisschen außerhalb. Deswegen fahren wir auch so lange, was natürlich gut ist, weil wir Zeit fürs Interview haben. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine gewisse Challenge für unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Kongress, dahin zu kommen. Und das Messegelände ist jetzt nicht so mega weit draußen. Es ist im Westteil der Stadt, da wo die Autobahn beginnt. Und man kommt relativ gut hin. Zum einen, wenn man ein Taxi nimmt, dann ist die Zeit von City West bis zur Messe ungefähr 10 bis 15 Minuten. Wenn man von der City Ost kommt, also Charité und Friedrichstraße, dann fährt man vielleicht 20, 30 Minuten. Aber ich kann die Anreise mittels den Öffis, also den öffentlichen Verkehrsmitteln, empfehlen. Mit einer S-Bahn kommt man quasi direkt vor die Tür des Hub 27 gefahren. Und es sind nur wenige Stationen. Es sind, glaube ich, muss, glaube ich, nicht mal umsteigen.
und dann ist man schon da. Ich würde nicht so wahnsinnig empfehlen, mit einem privaten PKW zu kommen, weil möglicherweise kann es mit dem Parken ein Problem geben. Aber es gibt einen großen Parkplatz, werden wir nachher sehen, wenn wir vor dem Hub 27 stehen. Da kann man seinen Wagen abstellen, aber ich glaube, das Entspannteste ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Oder Taxi. Bus fährt keiner. Ja, so kommt man am besten dahin. Welche Keynote-Speaker sind geplant? Ja, wir haben 3 Keynote-Speaker eingeladen. Das ist zum einen Michael Fehlings. Michael Fehlings kommt aus Toronto, ist Neurochirurg und leitet dort das Wirbelsäulenzentrum. Und er ist ein herausragender Wissenschaftler, der uns vormacht, wie man Klinik und Wissenschaft kombinieren kann im Bereich der Rückenmarksschädigung, sowohl chronisch als auch akut. Und er wird einen Vortrag halten, genau über dieses Thema Spinal Cord Injury, seine wissenschaftlichen Arbeiten, neue Therapiestrategien, was kommt beim Patienten an. Er wird aber auch in dieser Podiumsdiskussion dabei sein und wird seine Meinung dazu geben, wie man den Spine Surgeon Scientist macht, wie man eben Wirbelsäulenchirurginnen und Chirurgen dazu bringt, dass sie eben auch gute Forschung machen können, dass sie einen bestimmten Freiraum haben, dass sie Interesse haben, dass sie gut vernetzt sind und dass sie auch an Geld für ihre Forschung kommen. Dann haben wir als zweites Chris Ames. Chris Ames kommt aus der Universität in San Francisco, UCSF. Seine Schwerpunktthemen sind komplexe Wirbelsäulenchirurgie für Deformitäten und für primäre Knochentumoren, Wirbelsäulentumoren, Chordome. Aber er ist auch einer der ersten gewesen, der AI, künstliche Intelligenz, in die Planung von Wirbelsäulenoperationen, von Deformitätenoperationen gebracht hat. Sein Thema mittlerweile oder derzeit ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz, um die Deformitäten im Bereich der Halswirbelsäule besser zu verstehen, um Operationen in diesem Bereich besser planen zu können. Und darüber wird er berichten. Und der dritte ist Wilco Poyl. Wilco Poyl ist ein ganz langjähriger Freund von uns. Er ist ein Holländer, ist auch Neurochirurg. Und er ist neben seinem Markenschild Neurochirurg oder Wirbelsäulenchirurg, ist er auch Epidemiologe und bringt dieses ganze Thema Statistik, Epidemiologie, und er wird darüber berichten, wie sollen wir am besten klinische Studien im Bereich der Wirbelsäulenmedizin organisieren, durchführen, damit sie den höchsten Qualitätsstandards eben entsprechen. Das Problem, was wir oft haben, ist, dass wir seltene Erkrankungen im Bereich der Wirbelsäulenmedizin behandeln und Studien machen wollen, wo wir manchmal gar nicht die Patientenzahlen zusammenbekommen, die wir für große RCTs, also randomisierte, kontrollierte Studien, brauchen. Und da gibt es vielleicht alternative Studienmodelle, und man muss nicht immer eine Phase 3 RCT machen, man kann auch vielleicht andere Formen von Studien machen, die auch den Qualitätsstandards entsprechen, und der wird darüber berichten. Also wir haben 3 Keynote-Speaker und ich glaube, das ist eine gute Truppe, und die werden uns erzählen, wo es mit der Wissenschaft lang zu gehen hat in Zukunft. Okay, jetzt sind wir hier gerade an der Siegessäule am großen Stern in Berlin. Eine mögliche Attraktion, an der der eine oder andere oder die eine oder andere, die hier zum Messegelände fährt, auch vorbeifahren wird. Und da haben wir gleich mal prompt ein bisschen Geschichtsunterricht von unserem Begleiter vorne am Fahrerpult bekommen. Der hat uns nämlich erklärt, dass das natürlich die Siegessäule ist, und oben ist die Figur, das ist die Victoria, die heißt hier unter den Einheimischen Goldelse. Und wir haben gelernt, dass die 1871 oder in der Zeit eben hier aufgebaut wurde, als man die Franzosen vertrieben, er hat gemeint verdroschen hat. Und das Metall da oben, was wie Gold aussieht, das ist das Metall von den ganzen Kanonen, die man erbeutet hatte von denjenigen, die man vertrieben hat. Und das bringt mich genau auf unser Gastland, bei unserem Kongress, zurück zum Kongress DWG, Deutsche Wirbelsäulengesellschaft Jahreskongress im Dezember. Da wird unser Gastland nämlich die Frankreich sein. Die Franzosen kommen, und worauf ich besonders stolz und worauf ich auch besonders dankbar bin, ist, dass die in voller Mannsstärke antreten. Ist ja nicht immer selbstverständlich, wenn man ein Gastland einlädt, dass die dann auch wirklich sich gut repräsentieren. Hier kommen 4 Top-Redner,
aus Frankreich, die ganzen Präsidenten und meinen Kumpel Cédric Barré. Und wir werden mit denen eine gemeinsame Session machen. 4 Vorträge der Franzosen, 4 Vorträge von der DWG, ausgewählte, handverlesene Sprecher. Und das wird ein weiterer Höhepunkt unseres Kongresses sein. Und während die Siegessäule und die Goldelse ihre Konjunkturphase hatten, als sich die beiden Nationen nicht gut vertragen haben, wird unser Joint Symposium zu einer Zeit kommen, wo der ein oder andere gerade behaupten möchte, dass die Beziehungen zu den Franzosen auch schwierig sind auf politischer Ebene. Aber wir lieben uns, wir schätzen uns und die Franzosen, das wissen die meisten derer, die sich jetzt gerade einladen lassen, wissen ja, dass Frankreich ein sehr wichtiges Land in der Wirbelsäulenchirurgie ist. Wie wir denken über den aufrechten Gang, über die Balance, über die sagittale Balance und über Deformitäten. Sehr vieles haben wir von den Franzosen gelernt und jetzt sind wir auch total froh, dass sie kommen und mit uns zusammen den Kongress feiern und uns auch das Neueste vom Neuen erzählen. Siegessäule, Victoria, Goldelse, hin zum Joint Symposium mit den Franzosen auf dem Jahreskongress der DWG. Ich habe im Programm gelesen, dass es eine Party geben soll. Vom Jungen Forum. Was soll das sein? Die Party vom Jungen Forum. Na, erstens hast du das Programm dann ziemlich gut gelesen, Respekt. Und zweitens, ich habe ja gerade erzählt, das ist eine Stadt, wo man was erleben will und erleben kann. Und im Rahmen unseres Programms Nachwuchsförderung in der DWG haben wir uns überlegt, dass wir ein spezielles Event machen wollen am Mittwochabend. Das Junge Forum ist ja quasi die Jugendvertretung der DWG, dort wo sich junge Wirbelsäulenchirurginnen und Wirbelsäulenchirurgen schon mal organisieren. Und für diesen Abend oder für diese Gruppe haben wir eine Party Night organisiert, die wird Mittwochabend sein. Das wird auch von denen vom Jungen Forum organisiert. Es wird in der Kitty Cheng Bar sein, das ist wiederum in Mitte, das ist noch ein ganzes Stück von hier aus. Aber das wird ein sensationeller Programmpunkt werden. Das beginnt um 10 mit einer kleinen Eintrittsgebühr werden wir den ganzen Abend feiern, getränkefrei, snacksfrei. Man kann sich treffen, man kann zusammen trinken, feiern, so wie die Berliner, die feiern halt auch gerne. Und es gibt Berliner Vibes dort, das ist wirklich eine total coole Location im Zentrum des Party Berlins und dort kann man netzwerken und Spaß haben. Und wir wollen die Party Night, die Forum Night auch für die Zukunft etablieren. Ich hoffe, dass es von meinen Nachfolgern dann weitergeführt wird, aber zumindest mal für diesen Kongress wird es ein super Abend. Mittwochabend, 7.12. um 22 Uhr. Und nicht vergessen, Karten kaufen schon bei der Anmeldung, bitte. Okay, wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir vor dem Haupttelegrafenamt, dem ehemaligen. Das ist insofern eine wichtige Location, weil wir hier unseren Gesellschaftsabend haben werden. Das ist neu insofern, dass dieser ganze Samstag wegfällt. Da ist unser Satellitensymposium. Aber für die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer wird mit der Veranstaltung hier Schluss sein. Das heißt, wir können ad ultimo zusammen feiern und zusammen Spaß haben. Ich freue mich hier auf den gemeinsamen Abend mit euch. Deswegen kommt zum Kongress. Wir sind auf dem geraden Weg in das alte West-Berlin City. Und dann werden wir den Kudamm entlangfahren und dann werden wir mal Ausschau halten, ob wir nicht irgendeine Currywurstbude fürs ganze Team finden, dass wir uns ein bisschen stärken. Ich habe auch Hunger auf dem Weg zur Messe und bevor es jetzt richtig losgeht, möchte ich noch was essen. So, Kudamm Berlin. Auf zur Currywurst. Hi. Ja, da kann ich doch was bestellen, oder? Currywurst und Pommes. Mit Darm, bitte. Erklär doch mal den Unterschied zwischen Currywurst mit und ohne Darm. Na, ohne ist die Ossi-Wurst. Ohne ist die Ossi-Wurst? Ja, weil früher nach dem Krieg, da haben die im Osten gestärkt, ja, im Westen gab es Regimebomber. Die haben die ganzen Dame gebracht, nicht nur Kaugummi. Ja. Und dann haben sie die Wurst durchgefunden, dann haben die Wurst mal so ein Plastikschläuchchen reingemacht, gekocht und dann wieder abgezogen danach. Das ist ja auch mein Statement. Ohne Haut ist die Ostwurst, okay. Nee, das ist der Thüringer. Ja. Eine andere Wurst. Ah, okay. Super. Bitte schön. Schönen Gruß an Gregor. Mach ich. Olli. Was ist denn hier? Olli Schulz? Long time no see. Olli, dass wir uns jetzt treffen.
Wie geht's dir? Was macht ihr hier? Ja, wir drehen hier gerade ein Video für unser... Nee, bevor wir weiterreden, brauchst du ein Mikrofon. Wollt ihr mir mal ein Mikrofon geben? Nee, jetzt bleibst du mal kurz da, nimm noch mal kurz ein Mikrofon. Na gut. Wollen wir das hier reinmachen? Aber die Jacke ist neu, vorsichtig. Ja, ist vorsichtig. Also was machst du hier? Also du warst auf dem Weg zur Apotheke, ich habe dich unterbrochen. Ich war auf dem Weg zur Apotheke, ich habe nämlich einen Magen. Da bist du ja leider kein Experte für, deswegen habe ich dich nicht angerufen. Magen kenne ich mir nicht aus. Was macht ihr hier? Was dreht ihr? Wir drehen hier gerade ein Werbeeinladungsvideo für unseren anstehenden DWG-Kongress. DWG? DWG. Oh, das klingt wie eine Wohnungsgenossenschaft, bei der ich noch Schulden habe in Hamburg. Entschuldigung. Würde mich jetzt verarschen. Du bist doch ein seriöser Rückenpatient, du musst doch die DWG kennen. Fahrt ihr hoch nach Schmargendorf? Wir sind auf dem Weg zur Messe, aber ich kann dich mitnehmen. Hast du 10 Minuten Zeit? Ja. Aber da musst du auch ein bisschen mit mir quatschen. Ich finde das ganz interessant. Ich weiß nicht, wie lange, musst du noch lange? Nö, ich esse jetzt noch meine Wurst hier auf. Ja, willst du ein Stück haben? Nö, danke. Ganz lieb. Hast du mit dem Magen, ne? Ich esse kein Fleisch mehr. Ich habe meine Ernährung umgestellt. Rate mal, warum mein Teint so gut ist. Komm, wir fahren mal lieber los. Also die Wirbelsäule, ne, das habe ich ja auch erst wirklich erfahren durch deinen Besuch bei uns in der Sendung, ist ja wirklich ein ganz wichtiges Herzstück, klingt jetzt natürlich blöd, aber ein wichtiger Teil des Körpers, der alles verbindet, von oben bis unten. Und da habe ich viel zu wenig Ahnung von. Kann man denn auch einfach da vorbeikommen oder ist es nur für Spezialisten? Der Kongress? Ja. Naja gut, der Kongress ist natürlich erstmal, treffen sich Spezialisten, aber es kommen natürlich auch viele Leute, die nicht so die Spezialisten sind. Wir haben natürlich viele Physiotherapeuten, wir haben viele Pflegende, die kommen. Mhm. Aber es gibt auch natürlich die Möglichkeit, als jemand, der sich nur für die Wirbelsäule interessiert, aber kein Mediziner ist, vorbeizukommen. Jeder ist willkommen. Es gibt gute Beiträge, gute Vorträge. Gibt es einen Star, der kommt? Gibt es jemanden, auf den du dich selber sehr freust? Ja, wir haben 3 Keynote-Speaker. Das sind schon mal die Stars aus unserer Szene, die uns tolle Vorträge erzählen werden. Mhm. Dann haben wir einen echten Star, Michael Stich. Der Tennisspieler, der hält so einen Vortrag über den Tellerrand hinaus. Da geht es um Willensstärke und so ein Ding. Mhm. Und unser Freund Tim Raue, der erzählt auch was über Führungsstil in der Sterneküche. Ich glaube, er sieht das so ein bisschen anders als diese ganze kollegiale Führung, die wir gerade in der Medizin erleben. Aber darauf bin ich gespannt. Das wird eine gute Diskussion. Also Tim Raue ist da und hält einen Vortrag über Führungsqualitäten sozusagen. Genau. Und das wird dann auf die Medizin übertragen oder man guckt dann, was man da, sag ich mal, auch in seinem Bereich von übernehmen kann? Ja, wir versuchen ja uns irgendwie immer inspirieren zu lassen und aus unserer Bubble rauszukommen. Und da kann man von einem Tennisspieler, der willensstark ist, und von einem Chefkoch, ja, der seine Küche im Griff haben muss, doch was lernen, oder? Ich glaube schon, auf alle Fälle. Aber Tim Raue macht auch wirklich eine sehr gute Wasabi-Schrimps. Er soll ein paar mitbringen, wenn du ihn vorher noch mal sprichst, weil die sind scharf, die ballern wirklich. Das ist gleich ein Dominanzverhalten. Ich war einmal da essen und es war wirklich so, als wenn du ein Drache danach bist und Feuer spucken kannst. Vielleicht ist er auch einfach nur so, dass er jeden Morgen so ein Schrimp ist und wahnsinnig gallig ist und deswegen so einen strengen Führungsstil hat. Das stimmt, ich glaube, er hat aber auch ein gutes Straßenabitur und weiß, wie es läuft im richtigen Leben. Und, aber die Schrimps, das werde ich... Ich glaube, vielleicht sollten wir einfach unser kleines Meeting irgendwie bei einem Schrimp-Cocktail bei Tim Raue irgendwann mal fortsetzen in Zukunft. Sehr gerne. Wenn Tim Raue dieses Video sieht, vielleicht lädt er uns ja auch ein. Ja, vielleicht schenkt er uns das auch. Vielleicht schenkt er uns das auch. Aber vielleicht und wer auch ist nicht. Denn, wer ist so dein Star oder gibt es da jemanden, hast du die Leute eingeladen selber? Du bist ja der Präsident dieser gesamten Ja, also das Privileg des Präsidenten ist ja, dass er sich so ein bisschen diesen Kongress zusammenschustern kann, wie er das gerne möchte. Und ich habe schon auch so meine Leute, die ich bewundere in meinem Feld. Und der eine kommt aus Toronto, der heißt Michael Fehlings. Der andere kommt aus UCSF, also aus San Francisco, der heißt Chris Ames. Und der dritte ist ein Wilco Poyle, das ist ein Niederländer. Mhm. Und die machen tolle Sachen. Und ich bin nicht nur befreundet, ich finde die auch richtig toll. Und ich kann die allen empfehlen. Okay. Und das sind so Leute, die dann, wie ist es, wie viele neue Sachen erkennt man wirklich auf so einem Kongress? Was für Erkenntnisse hat man da? Oder ist es eigentlich mehr so eine Community, die sich trifft, austauscht und daraus erst Erkenntnisse schließt? Oder werden da Vorträge gehalten, die dir gleich direkt neue Erkenntnisse an dem Tag liefern werden? Oder sind das so Vorträge? Aber bist du irgendwie Profi? Du hast ja irgendwie alles zusammengefasst, wofür so ein Kongress eigentlich da ist, ja? Ja, ich war noch nie auf dem Kongress, aber es klingt ganz interessant. Vor allem ist Rücken tatsächlich wirklich mein akutes Thema, umso älter ich werde. Ja. Ich wache morgens mit Rückenschmerzen auf, muss mich erstmal aufs Sofa legen, bieg mich hin und mache so Sachen, weil ich auch, wie du es gerade eben schon, als wir uns da getroffen haben, gesagt hast, es wird viel operiert und ich habe Angst vorm Operieren. Das ist meine große Angst. Und es gibt dieses Gerücht, und es gibt es ja nicht nur so, Ärzte wollen, ich hatte letztes Jahr einen Minister,
Meniskus gehabt. Und es hieß sofort, ja, am besten, Sie lassen sich operieren. Habe ich nicht gemacht. Und momentan spüre ich diesen Schmerz gar nicht mehr. Kann sein, dass das Bein irgendwann ganz auseinanderfällt. Aber dieses Gerücht, dass Ärzte und Chirurgen wahnsinnig gerne sofort zum Messer greifen, gibt es ja nun mal. Und die Angst ist ja auch bei ganz vielen Patienten immer noch vorhanden. Ja, das stimmt leider. Also ich glaube, dein Rücken ist ein gutes Beispiel dafür, dass man nicht gleich operieren muss, weil es geht ja mittlerweile ja besser. Und bei den Rückenbeschwerden wissen wir irgendwie alle, es gibt natürlich die Ursachen, die man operieren kann, aber man operiert tatsächlich nur 10%. Die 90% der restlichen Patientinnen und Patienten, die werden konservativ behandelt. Und zum konservativen Behandeln gehört die Schmerztherapie, erstmal die richtigen Medikamente geben. Dann musst du natürlich auch verschiedene konservative Maßnahmen wie Physiotherapie, manuelle Medizin, Chiropraktik kannst du anwenden. Ja. Und dann wissen wir alle natürlich auch, dass verschiedene nervliche Belastungen sich auch auf der Wirbelsäule niederschlagen können. Ja? Und dann geht man nicht mehr gerade aufrecht mit gestellter Brust, so wie du gerade über den Kuhdamm gelaufen bist. Und man hat gesehen, dein Meniskus ist wieder in Ordnung. Ja, der ist wieder in Ordnung. Und dann geht man halt so ein bisschen niedergeschlagen. Und dann sieht man natürlich schon, dass das Nervenbündel natürlich auch was am Rücken haben muss. Ja, und ja. Dafür steht auch dieser Kongress. Wir haben der konservativen Therapie von Wirbelsäulenerkrankungen sehr viel Raum gegeben. Am Mittwoch vor allem. Und das ist, glaube ich, auch, es ist nicht nur ein politisches Ding, dass wir natürlich als Operateure immer gerne betonen, dass wir nicht alles operieren. Mhm. Es ist einfach auch eine Mission dieser Gesellschaft, konservative und operative Therapie so zusammenzuführen, dass für den Patienten ein Gesamtpaket daraus entsteht. Ja. Also es ist ja dann auch immer, muss man erstmal den richtigen Weg finden. Kannst du dich noch erinnern an Tammerhanken, den XXL-Ostfriesen? Da sind die Leute früher hingefahren, weil der Rückenschmerzen, so ein Heiler war das. Das war so einer, der war so 2 Meter groß. Tammerhanken, nee. Ostfriese, der ist gestorben vor ein paar Jahren. Tammerhanken klingt so ein bisschen wie so eine Outdoor-Firma, die irgendwelche Jacken verkauft. Ja, ist aber wirklich ein Typ gewesen, 2 Meter groß. Kennt ihr den noch, Tammerhanken? Guck mal, er nickt, dein Kameramann. Was, er kennt Tammerhanken? Kennst du Tammerhanken auch noch? Das ist der, ja, und Tammerhanken hat eigentlich, um es ganz kurz zu erzählen, Pferde eingerenkt. Aber jeden Sonntag durftest du auf seinem Hof und dann hat er so einmal längs geführt in einer Wirbelsäule, hat dich genommen, also du sahst aus wie ein kleiner Mensch in seinem Arm, weil er so ein Riese war, und hat dich dann so gezogen oder irgendwas gemacht, dann hat es knack gemacht und du konntest wieder gehen. Inzwischen ist Tammerhanken gestorben. Es gibt aber einige Leute noch, die das können und die sowas machen. Ist das eine Art von Medizin, also beziehungsweise ist überhaupt keine Medizin, Scharlatanerie, die dich irgendwie nur ins Verderben reitet, wenn du dich solchen Leuten anvertraust? Oder bist du jemand, der sowas, würdest du auch zu Tammerhanken gehen? Also ich glaube, was wir, glaube ich, in der ganzen Wirbelsäulenforschung gelernt haben, ist, dass der Placebo-Effekt schon mal richtig viel Wunder bewirken kann. Also allein die Tatsache, dass du das Gefühl hast, dass sich jemand richtig um dich kümmert und dich richtig mal in den Arm nimmt, und dich mal richtig einrenkt, das hilft schon viel. Aber diese ganzen Videos auf Instagram, wo irgendjemand liegt und dann macht so ein Typ, der nicht aussieht wie ein Arzt, bei dem so BAM und dreht so den Kopf so ganz schnell und so. Ich denke immer, das kann doch nicht gesund sein. Was du da gerade beschreibst, ist auch total gefährlich. Weil da kann man auch Gefäße reinreißen hier. Dann gibt es eine sogenannte Dissektion, das heißt, die Gefäßwand reißt ein. Und dann hast du halt einen Schlaganfall im schlimmsten Fall. Aber also seht ihr auch diese Videos immer von irgendwelchen Leuten, die dann in irgendwelchen Billig-Hinterhofpraxen dann irgendjemanden nehmen und dann so KNACK! Und ich denke immer, oh Gott, der Typ ist tot. Und der geht dann danach wieder. Aber allein, das kann doch auch nicht die. Also ich habe schon überlegt, mich der Medizin abzuwenden früher und da mal hinzugehen. Bevor ich dich kennengelernt habe. Ich bin immer froh, dass ich es nicht gemacht habe. Ja, aber ich meine, dafür steht natürlich die Wirbelsäulengesellschaft auch, dass Leute da nur draußen auf dem Markt sind, die irgendwie ein Zertifikat haben, die eine ordentliche Ausbildung haben. Und um das so ein bisschen zu kanalisieren, dass eben nicht jeden den Hals verdrehen kann, im übertriebenen Sinne. Aber sag mal, Tammerhanken eigentlich irgendwie mal Probleme bekommen, wenn er den ganzen Frauen, die dann irgendwie den Rücken entlang gefahren ist? Dafür ist er ist vor MeToo gestorben. Also, wollte ich gerade sagen, ich meine, das kannst du doch heute nicht mehr bringen, oder? Naja, Tammerhanken war, der ist auch, glaube ich, nur 60 geworden. Ich fand ihn immer faszinierend, den XXL aus Friesen. Das war eine Dokumentation im NDR gewesen. Wie groß waren die Hände von XXL? Hat er auch XXL-Hände gehabt? Ja, Klodeckel wirklich. Also riesige Hände wie Klodeckel gehabt. Naja, das ist alles nicht so seriös, deswegen... kriege ich vielleicht für einen Tag mal so ein, kann ich als Besucher vorbeikommen und mir das angucken? Ja, ich glaube. Kriegst du mich da rein? Ich glaube, ich kann dich da reinschleusen. Ich finde das nämlich wirklich interessant. Ich bin ja ziemlich erfahren mit Türstehern, denen ich ins Ohr flüstere. Es geht. Neurochirurg. Bist du auch jemand, der dann am Rücken eigentlich, weil bis jetzt, du hast ja dieses Buch geschrieben, was ich übrigens gelesen habe, ist jetzt keine Werbung, Kopfarbeit. Du hast es wirklich gelesen oder hast du nur mal so ein bisschen angeteasert? Ich habe es nicht ganz durchgelesen, gebe ich ehrlich zu. Aber gib es doch deiner Tochter zu lesen, die kannst du ja vorlesen. Meine Tochter hat schon durchgelesen, die will jetzt auch
die Neurochirurgie. Also ich wollte eigentlich Folgendes fragen. Operierst du selber auch am Rücken oder operierst du eigentlich nur am Kopf? Ja, also ich glaube, die Deutsche Wirbelsäulengesellschaft steht natürlich dafür, dass sich dort Neurochirurgen nicht nur, sondern auch viele Orthopäden und Unfallchirurgen treffen und dass wir irgendwie von diesem Ding wegkommen, der ist Neurochirurg, der ist Orthopäde. Wir wollen irgendwie mal ein gleiches Level erreichen. Dann gibt es noch Wirbelsäulenchirurginnen, wie deine Tochter vielleicht in Zukunft, der Wirbelsäulenchirurgen. Aber in der Neurochirurgie operiert man, oder operiere ich, die Hälfte meiner Zeit am Kopf. Das mache ich auch sehr gerne. Aber ich finde die andere Hälfte, 50% Wirbelsäule, total spannend. Und es fasziniert mich, was für eine Dynamik in diesem Feld ist. Also wenn man wirklich eingedacht ist und wenn man an der Sache Spaß hat, dann ist das ein Bereich, der sehr dynamisch ist. Wir lernen sehr viel. Mhm. Wir lernen sehr viel über die Biologie der Wirbelsäule. Und wenn ich vergleiche, was wir heute schon für Evidenzen, also für Beweise, was gut und was schlecht ist, geschaffen haben, dann ist das auch ein sehr wissenschaftlicher Bereich. Ja? Echt interessant. Und 50-50 ist mein Tätigkeitsfeld. Also 50, was wäre das bei dir? 50% Podcast, 50% Fernsehen? Nee, 50% Musik auf alle Fälle. Ah, stimmt, Jan. Music was my first love. Ich finde die Spielerfrauen, das ist mein Lieblingslied. Dankeschön. Und das andere, was du mit Romina mal gedreht hast, wie war das, das Video? Mit Paulina. Paulina. Paulina Roginski, das heißt Phase. Zum wievielten Mal findet dieser Kongress statt? Das ist das 17. Mal. Wir sind eine relativ junge Gesellschaft. Und bist du zum 17. Mal der Präsident? Nein. Du bist so alt bist du ja noch gar nicht. Ja, ich bin 17. Mal, noch kein Burnout in Sicht. Nee, ich bin das erste Mal und man ist immer nur für ein Jahr. Es ist einmal ein Orthopäde, einmal ein Unfallchirurg, ein Neurochirurg. So dass mein Nachfolger Neurochirurg erst in 3 Jahren wieder seinen Kongress machen wird, in Mainz übrigens. Und ich bin es 1 Jahr lang. Und es ist auch gut so, weil es gab Leute, wenn ich es länger machen würde, würde ich durchknallen, haben sich Sorgen gemacht. Ja. Die Idee mit dieser ganzen Filmerei hier. Und jetzt habe ich auch noch dich an Bord. Also was für eine Überraschung, ich werde verrückt. Aber sag mal, macht ihr einen richtigen Social-Media-Aufschlag diesmal für die gesamte Veranstaltung, damit das ein bisschen mehr publik wird oder auch, sage ich mal, Leute, deren nicht Fachthema das ist, vielleicht dafür Interesse kriegen? Also es war eines meiner Präsidententhemen oder meiner Präsidentschaftszeit, dass ich dir die DWG ein bisschen Social-Media-fit machen wollte. Und wir haben angefangen mit Twitter, wir sind bei Insta und wir haben einen eigenen YouTube-Kanal. Wie heißt der? Na, DWG-Spine. Also alles wahrscheinlich mit DWG, ne? Genau. Auch auf Twitter und so. DWG-Spine, also bitte folgen und mal reinschauen. Aber auch DWG-Spine oder einfach DWG-Spine? DWG-Spine, weil DWG gab es schon. Das ist, okay. Irgendwie, das ist so eine Baugenossenschaft. Ja, die mich sucht. Genau. Und wir werden auf dem Kongress auch aktiv sein. Wir werden zum Beispiel ein paar Sachen streamen und man kann Live-Kommentare eingeben. Und, das kann man alles machen? Ja. Ah, cool. Und wir werden unsere Mitglieder mal auch in dieses neue Format einführen müssen, denn die sind noch nicht so richtig Social Media fit. Und noch eine Frage, was ist eigentlich Frailty? Das habe ich gelesen mal im Zusammenhang mit, glaube ich, Rückenarbeit oder generell, was ist Frailty? Also Frailty, da bist du wirklich total auf der Welle. Das habe ich neulich gelesen in irgendeinem Bericht. Ja, und das ist ein Hauptthema unseres Kongresses. Frailty sind die ganz alten Patienten, die gebrechlich sind. Frailty heißt Gebrechlichkeit. Und der über 80-Jährige, die nehmen ja zu, die haben dann Rückenprobleme. Was macht man eigentlich mit denen? Die sind dann schon ziemlich... Die Behandlungen sind manchmal zu anstrengend für die Wirbelsäule ist schon zu gebrechlich. Wie soll man die genauso behandeln wie... Junge, fitte Menschen wie mich. Wie so ein junger Hüpfer. Wie so ein junger Hüpfer, ne? Der jetzt 50 wird. Ja, wirklich? Ja, nächstes Jahr erst. Ich werde verrückt. Aber du hast doch neulich erst Geburtstag gehabt. Ja, das war der 49. Aber jetzt hast du noch ein Jahr. Jetzt geht's straight auf die 50 zu. Ich finde das alles ziemlich spannend. Umso älter ich werde, umso mehr interessiert mich mein eigener Körper. Während man mit 20 noch rumläuft oder mit 30 mit dem Gefühl der Unsterblichkeit, bis die ersten Wehwehchen kommen und du wirklich merkst, alles hängt mit allem zusammen. Der Rücken hängt mit dem Kopf zusammen und die Bandscheibe hängt auch mit Sachen zusammen. Deine Schultern, deine Haltung, alles hängt damit zusammen. Finde ich sowas wirklich interessant. Ich weiß ja gar nicht, ob das jetzt auch so... ein neues Bewusstsein gesellschaftlich ist, dass Menschen sich einfach auch wirklich durch Ernährung und durch, sage ich mal, sehr viel, was auch im Mainstream an Ernährung, sage ich jetzt positiv, beworben wird, so, ne? Dass es da so ein neues gesellschaftliches vielleicht Verständnis gibt für seinen Körper und das auch bei jungen Leuten früher anfängt, oder? Dass du mal zum Gesundheitsbotschafter wirst, aber ich glaube, dass du das richtig erkannt hast. Ja? Ich glaube, die Bedeutung des Rückens, nicht nur für den aufrechten Gang, sondern auch für die breiten Schultern und die Power und die Vitalität,
kommt so langsam in das Bewusstsein der jüngeren und älteren Gesellschaft. Ja, aber vor allem bei den jungen Leuten fällt mir auf, wie bewusst die sich schon teilweise ernähren, wie viel Sport die machen. Da muss ich sagen, war das in meiner Musikerjugend alles ganz anders. Bei mir ging es erst deutlich später. Vielleicht sind das die Rückenschmerzen. Der Körper kannte keinen Sport und ich habe zu spät angefangen damit. Und dann kam der Rücken dazwischen. Also wenn du dich gar nicht gekümmert hast, hast du dich eigentlich gut gehalten. Dankeschön. Wo findet das statt? Hier? Hier, ja. Das ist der Hub 27 auf dem Messegelände. Ja. Und wir müssen ja auch ziemlich viel Platz haben für die Industrieausstellung. Das muss ich auch mal erwähnen. So ein Kongress lebt ja auch davon, dass die Industrie ihre Produkte eben bewirbt und dass sie das auch finanziell unterstützt. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an alle Industriepartner und auch an die Organisation Conventus. Die beiden Jungs, die hier filmen, die gehören zu denen. Und ja, die sehen auch beide ganz sympathisch aus. Wir machen ja hier gerade eine gläserne Sendung. Ich bin hier zufällig dazugekommen. Du hast hier, ich sehe dich mit deinem Team. Es ist bestimmt eine ganze Menge Menschen, die da jetzt zusammenfinden. Wie viele Leute werden erwartet auf diesem Kongress? 2.500. 2.500. Und dann hast du noch die ganzen Zivilisten eingeladen, die Amateure, die auch mal was lernen wollen über die Wirbelsäule. Ich glaube, wir schaffen vielleicht 3.000. Ja, ich glaube, da muss Tim Rauer einige Wasabi-Schrimps machen, aber du, wenn jeder eine kriegen soll, ich würde mich schon mal in die Küche stellen, lieber Tim Rauer. Ja, Tim Rauer, Wasabi. Und, ich finde, das klingt alles sehr spannend. Danke für die ganze Information. Nö, ich bin nur dankbar, dass wir jetzt mal 10 Minuten zusammen hatten. Haben wir schon mal 10 Minuten lang so frei sprechen können, ohne dass uns irgendeiner stört? Nee, meistens ist ja immer noch so mein Podcast-Moderator-Partner dabei, der mir immer ins Wort fällt. Haben wir den eigentlich schon gegrüßt? Den grüße ich jetzt noch mal. Liebe Grüße an Jan. Und liebe Grüße an Jan, mit dem wir dieses Grünkohlessen mal zusammengebracht haben. Richtig. Das ist, glaube ich, wir haben das genau vor 10 Jahren gemacht. Wirklich? Ja, es ist schon wieder 10 Jahre her. Hm. Die Leute reden immer noch von meinen karamellisierten Kartoffeln. Ja. Ich rede eher von deinen ganzen Fans, die anwesend waren und die handverlesen waren und sehr viel Spaß gebracht haben. Genau. Und dazu gibt es nächstes Mal mehr in unserem Podcast, wenn Peter Valcusi wieder zu Gast ist. Ich hoffe, du kommst nämlich nochmal. Ist das eine Einladung? Ja. Aber ihr seid ja gar nicht mehr bei dem öffentlich-rechtlichen Sender, sondern ihr macht das jetzt irgendwie anders, Wir oder? Sind beim Grünen Riesen. Beim Grünen Riesen. Ja. Aber ich komme auch zum Grünen Riesen, weil es geht mir um die Freunde, die ich da treffe. Siehst du? Mhm. Du bist herzlich eingeladen. Gut, und ich muss sagen, du musst jetzt, glaube ich, mal gehen, ne? Die ist warm. Aber ihr habt mir eigentlich versprochen, dass ihr mich zu einer Apotheke fahren wollt. Eine Apotheke? Das haben wir jetzt beim Latschquatschen vergessen. Ach Mann, ey. Wir sind am Ende unserer kleinen Reise angekommen. Jetzt ist es doch noch ein schöner End-Oktober-Tag geworden mit Sonnenschein. So stark, dass ich meine Augen zusammenkneifen muss. Hinter mir ist das Kongresszentrum, wo unser Jahreskongress der Deutschen Wirbelsäulengesellschaft dann vom 7. bis 9. Dezember und dem Satellitenmeeting der Spine Science am 10. Dezember stattfinden wird. Das Ganze heißt Hub 27. Gerade tagen die gynäkologischen Onkologen da drinnen. Ich glaube, wir haben ziemlich viel erlebt die letzte Viertelstunde. Für uns war es ein längerer Drehtag. Wir sind an den Sehenswürdigkeiten Berlins vorbeigefahren, vom Herzen Berlins, dem politischen Herzen, jetzt an die Messe. Wir haben Freunde unterwegs getroffen. Wir haben die wichtigsten Themen unseres Kongresses angesprochen. Ich habe ein gutes Gefühl, dass es ein super Kongress wird. Ich lade euch und Sie noch mal herzlich ein, zu kommen. Ich glaube, wir haben auch schon gemerkt, es wird in vielen Bereichen auch viel Neues geben, also es ist sicherlich wert zu kommen. Und wenn jemand kein Arzt oder keine Ärztin ist und sich trotzdem für Wirbelsäulen interessiert, Olli Schulz hat alle eingeladen und wir werden uns da sehen. Bis bald. Ich kenne guten Gynäkologenwitz, aber den erzähle ich nicht vor der Kamera. Vor allem nicht vor dem Kongress der Gynäkologen. Obwohl, ich würde ihn auf der Bühne erzählen. Ja, würde ein Gynäkologe drüber lachen oder würde ein Gynäkologe beschämt zu Boden gucken? Den Witz kenne ich noch von meinem Vater tatsächlich. Der ist ein bisschen schmierig, aber er ist witzig. Es ist kein sexistischer Witz, aber er ist witzig. Ah gut, okay. Es geht darum, dass ein Gynäkologe... Achso, nee, jetzt. So, hier ist jetzt mal Schluss. Hier ist Feierabend. Tschüss. So, das war's. Viel Spaß beim DWG-Kongress.